Hä? Was? Ich hasse das, wenn die Kamera umswitcht. Warum tut die Kamera das? Das ist fies. Oh, ist das fies? Hä, wo ist der denn? Das ist fies, wenn die Kamera so umschwitcht. Weil dadurch verändert sich die Steuerung, nämlich dann kannst du nicht mehr richtig fliegen. Alter! Alter, das Fliegen im Spiel ist echt ätzend. Es macht zwar mega viel Spaß, aber es ist sau schwer von der Steuerung her. Es wäre geil, wenn Yuka dann mal auch pausieren würde. Also wenn die mal stehen bleiben würde auch. Die schafft es doch sonst auch im Flug zu schweben, weißt du? Ich musste bestimmt irgendwie von ganz oben dann reindonnern. Sonst würde die Kamera nicht so switchen. So. Vor allem, du kannst halt auch nicht ihr sagen, sie soll stehen bleiben, weißt du? Oh, Alter, ich krieg hier ein zu viel. Ich krieg hier echt gleich ein zu viel. Das ist echt mega ätzend. Ah! Na, Gott sei Dank. So. Dann switcht halt die Kamera so dämlich um auch noch. Ach so. Aha. Okay. Was habe ich jetzt davon? Okay, was habe ich jetzt davon gehabt? Vor allem hier ist ja ein Pagey drin irgendwo. Aber wie kriege ich das? Hier ist Pagey, hier ist es doch. Hä? Was muss ich denn da machen? Ich habe das Gefühl, da muss ich irgendwie da drinnen irgendwie... Aua. Das tat weh offensichtlich. Ich check's nicht, was ich da machen muss. Also ich habe gecheckt, dass da ein Pagey drin ist, aber ich weiß nicht, wie ich an das Pagey rankomme. Ah, so geht's dann hier. Okay. Natürlich. Zack.
Ach, das glaube ich, wenn man nicht das, wenn man das Fliegen nicht gelernt hat, glaube ich, dass man hier überhaupt hochkommt dann. Zack. Gibt's hier einen Schmetterling? Nein, natürlich nicht. Ach ja, weil die hier endlos spawnen. Was mache ich in dem Dingens hier? Nichts. Okay, hier waren wir auch schon. Das Problem ist, ich war an sau vielen Stellen hier schon. Weil ich das alles hier kreuz und quer gemacht habe, das ganze Spiel. Das Coole ist ja, normalerweise kommst du hier nicht mehr hoch. Das heißt, du musst ja nicht springen, aber was ich machen kann, du fliegst halt einfach. Das macht das Spiel irgendwie tatsächlich ein bisschen langweilig. Nichtsdestotrotz. Bist du natürlich auch schon gemacht, ne? Ne, das kann ich noch machen hier. Zack. Hä, wieso tut sich da nichts? Habe ich das schon gemacht? Ah, jetzt. Was? Hä, was mache ich denn mit den... Ah, ich drehe das dann so um, okay. Na, fast. Schade. Ich ändere die Laufrichtung von den Dingern hier. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, 10 Pages kriegen wir. Was haben wir denn hier? Infrarot. Halt. Mist. Habe ich da Zeit? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Na toll. Muss ich alles platt machen oder? Ja, ich muss alles platt machen. Na gut. Machen wir das. Die Sicherheitszentrale. Okay, 11 Pages kriegen wir. Das heißt, viel ist das gar nicht mehr in dem Spiel. Oder? Ich glaube echt nicht, dass er... Ich muss mal ganz kurz... Hallo, du. Nicht jetzt, Bauer. Ich bin auf offizieller Rittermission unterwegs. Und brauche keine Hilfe von gewöhnlichen Echsen. Ganz schön gemein. Hallo. Zack. So, haben wir das. Ja, lassen wir mal in Ruhe. Ich gehe mal kurz zum Eingang. Ich will mir die Pages abgeben, weil ich hätte gerne mal einen Überblick, wie viele Pages wir schon haben jetzt. Wenn ich den Eingang überhaupt wieder finde. Wo ist der Eingang? Hier waren wir schon.
da hinten ist der Eingang. Glaube ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Da ist der Eingang. Und da ist der Capital B. Hallo. Hey, Bankhalter. Wir haben noch mehr Gewinnmarken. Ja, ja, genießt den Sieg, meine Herren. Früher oder später gewinnt das Haus immer. Ach nee, brauche ich 10 Gewinnmarken für Pages? Spiel schon anschauen. Mal Sekunde, ich brauche 10 Gewinnmarken. Ich dachte 5 Gewinnmarken. Okay, dann habe ich bloß 5 Pages gekriegt. Dann haben wir doch noch nicht alles gemacht hier. Alter, wem ist 14 Pages? What? Jetzt dachte ich, ich bin gleich durch mit dem Casino. Aber ich brauche 10 Marken für Pages. Jetzt dachte ich echt, ich hab's fast. Schade. So, auf Wiederschauen. Was fehlt denn da noch? Ist das echt noch so viel? Von wo ist das verdammte Molekül? War ich da hinten schon? Ich glaube ja, ne? Weil da war... Genau, da war das. Da war ich auch schon. Hier oben war ich, glaube ich, noch nicht. Ah, Kamera! Ciao und... Och, Mann! Ciao. So. Das Ding ist hierher. Na gut, fliegen halt hoch. Ah. Darauf stampfen geht auf jeden Fall. Kostet nur Leben, glaube ich. Aua. Auf Wiederschauen. und wo ist er? Da ist er. ist hier noch irgendwas? Nö. Aha. Ja gut, ist ja interessant. Das ärgert mich jetzt. Ich dachte echt, das sind 5 Gewinnmarken, die ich pro Page brauche. Das Golfspiel können wir noch machen da hinten. Also ein Page kriegen wir durch die Federn, haben wir 15. Das zweite Page kriegen wir durch den Geist, haben wir 16. Dann haben wir da drin noch bei der Statue noch ein Page, sind wir bei 17. Das heißt, es gibt noch einen ganzen Haufen Gewinnmarken, die ich nicht gesammelt habe. Ha. Und? Ha. Was macht der Schalter hier? Man weiß es nicht. Nein. Muss ich das Minispiel erst starten? Willkommen, Opfer. Ich meine, Topstars. Lust auf eine Runde Golf, ja? Wir haben ehrlich gesagt noch nie Golf gespielt. Aber wir probieren es mal aus. Wenn man schon mal im Capital Casino ist. Ausgezeichnet. Ich erkläre die absolut nicht unfairen Regeln der Casino-Golfs. Des Casino-Golfs.
Regel 1, der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Move Reptilramme. Regel 2, befördere den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel 3, alle Pages müssen vor Beginn der Runde bei mir hinterlegt werden. Keine Angst, ich passe gut auf sie auf. Bei dieser letzten Regel bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die ignorieren wir lieber. Ach so, damit setze ich den Ball wahrscheinlich zurück. Oh ja. Oh, nein! Regel 4 für Casino Wolf. Wenn der Ball das Gebiet verlässt, wird die Runde zurückgesetzt. Habe ich mir fast gedacht. Na gut. Na toll. Das lief gerade deutlich besser. Toll, das hast du ja festgehalten. Nee, hat er nicht. Okay, diesmal kann ich nicht schlabbern. Boah, Alter! Toll. Oh, er rollt runter, finde ich gut. Kamera, ich. So, rollt er direkt rein ins Loch? Na komm schon. Oh nein, nein, ach komm. Kamera. Nein, da rein. Ich hab Boah, Alter. Ball. Alter, ich kriege gleich an zu viel, echt. Nein. Ja, stoß da an, ist klar. Piss dich. Ja, nein. Willst du mich verarschen? Rein mit dir, Sir. Nein! Ich meine, nein, wie schön! Wir haben wohl einen Gewinner. Finde ich gut. Streicht euren Preis ein und habt noch einen reizenden Tag. Okay, ein Page haben wir schon wieder. Wo ist hier denn hin? Ach so. Interessant. Ach ja, hier war ja noch eine Feder, stimmt. Ha. So, und jetzt? Das habe ich ja auch schon gemacht hier, das Spielchen. Genau, das haben wir schon erledigt. Den Automaten haben wir auch schon. Das haben wir schon. Das hier haben wir auch schon. Das da hinten haben wir gemacht.
Rexstrom auch schon gemacht. Ach, hier ist ein Spielautomat. Der kam, glaube ich, noch. Hallo. Der kam, glaube ich, noch neu dazu. So. Mal gucken, ob es gleich ist oder. Ja. Der Hutmann. Nach der Banane, genau. Ah. Hier gibt's das Molekül. Toll, ich suche die ganze Zeit rum, da gab es der Spielautomat. Hallo, Dr. Puss. Du schleppst noch immer diesen Laser mit dir rum, Doc? Ich dachte, mittlerweile wärst du auf ein kleineres Modell umgestiegen. Da hast du recht. Es wartet noch eine Menge Arbeit und noch immer ist dieser grauenhafte Capital B auf freiem Fuß. Apropos, ich habe einen großen Durchbruch bei einem unglaublichen DNA-Tor gemacht. Meine nächste Transformation ist einfach spektakulär. Habt ihr das Molekül dieser Welt schon gefunden? Wir haben das Ding, Doc. Lass uns wissenschafteln. Erstaunlich. Stell dich einfach vor meinen DNA-Tor. So. Der DNA-Tor ist ready. Jetzt bin ich gespannt. Was wird's denn diesmal? Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, klar. Transformier mich! Huch! Im Handbuch sah das ganz anders aus. Der Helikopter funktioniert so. Mit A steigst du, mit LT sinkst du, Vorsicht mit X. Damit feuerst du tödliche Raketen ab. So. Der Adler ist gelandet. Ich wiederhole, der Adler ist gelandet. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist unerwartet und interessant. Ich dachte, ich kann da oben jetzt diese Dinge hier platt machen. Das wird so erklären, warum hier so viele kaputte Spielautomaten sind. Cool. Okay, das mit dem Helikopter macht auf jeden Fall Spaß. Ach, jetzt können wir hinten noch die Tür, das Dingens einreißen. Das finde ich auch gut. Boah, einmal im Kreis drehen. Oh, da waren wir auch noch nicht drin. Oh, das hört sich grauenhaft an. Einmal abwärts, bitte. So. Der Tod von oben. Den kriegt man ja nicht tot, ne? Den kriegt man gar nicht tot. Ach doch, man kriegt den Tod. Krass. So. Erstmal aufräumen hier. Der Tod von oben. Krass. Finde ich gut. Achso, da ist noch ein Automat. Da oben ist auch noch einer. Abwärts bitte.
Bruchlandung. Sturzflug. So. Nicht mit mir, Freunde. Jetzt muss ich die ganze Map absuchen nach diesen komischen Automaten. Es wäre cool, wenn es einen Counter gäbe, wie viele Automaten man schon platt gemacht hat. So. Tam, 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 haben wir das? Ah, Moment, kann ich jetzt mit dem Helikopter vielleicht hier irgendwas machen? Jetzt vielleicht mit dem Helikopter reinfliegen. Nö, kann ich nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ein Pagey irgendwo, das gibt's doch nicht. Muss ein Pagey sein. Weil ich höre es nämlich. Ich hab's nämlich gehört, wenn du da drin bist, dann hörst du es. Kann ich das Ding ins Sprengen irgendwie die Vase kaputt machen? Nee, ne? Wie komme ich an das Pagey hier drin? Nee, ich kann hier nichts machen. Kann ich vielleicht in die Vase hier was reinfeuern? Das sieht so verdächtig aus, diese Vase. Nö. Nee, da tut sich nichts. Schade. Ich hätte gedacht, ich kann da irgendwas machen. Da ist ein Automat da unten. Ich frage mich, wie viele Automaten es hier noch gibt. So. Ach so, der war direkt bei Dr. Quass. Okay. Nicht Quass. Puss. Quass war der Böse. Nee, Quack war der Böse. Dr. Quass war, glaube ich, jemand anders. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Es gab doch hier noch irgendwo dieses Dingens, was verschlossen war. Wo war denn das? Da oben müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Also da rechts. Ach, da hinten war das. Okay. Dann reißen wir das da hinten mal ein und gucken mal, was da ist. Ob ich alle Automaten gefunden habe, weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen gerade. So, jetzt sind wir auf jeden Fall durch. Okay. Da muss ich als Ukulele durch. Das habe ich auch schon gemacht. War hier oben noch ein Automat? Nee, hier oben war, glaube ich, nichts mehr.
hinten war ein Automat. Habe ich gerade noch gesehen. Okay. Ich mache übrigens mit Yooka-Laylee, ich werde nicht mehr so lange spielen. Ich will den Helikopter jetzt noch machen, dann machen wir auf jeden Fall die zwei Sachen noch fertig. Das heißt, was heißt zwei Sachen? Doch zwei Sachen. Den einen Eingang, den wir gerade freigelegt haben, machen wir noch fertig. Plus, das Ding, wo man reinrollen muss. Die beiden Sachen machen wir noch. Und dann mache ich mit Yooka-Laylee dann Schluss. Und dann geht's dann, weil wir gerade im Stream wieder spielen, auf Twitch, mache ich dann was anderes. Und Yooka-Laylee macht man dann wann anders weiter. Da oben ist auch ein Automat. Und da auch noch. Alter, gibt's hier viele Automaten. Ja, ich habe alle Automaten. Mhm. Habe ich alle eingesammelt. Mayday! Mayday! Helikopter stürzt ab! Mayday! Mayday! So, es gibt wieder vier Pages. Da oben war er. Es muss die Frage, ob wir wirklich jetzt alle Dinge haben, dann alle Automaten. Ich weiß gar nicht, wie viele es gab und ich hätte sie vielleicht zählen sollen. Das wäre vielleicht spannend gewesen und clever. Das wäre vor allem clever gewesen, glaube ich. So, haben wir das. Toll, da unten ist noch eine, hier ist noch eine. Aber ich habe alle eingesammelt. Mhm. So, es gibt wieder fünf Pages. Na gut. Da unten rechts war es, glaube ich, noch einer, ne? Ja, hier war noch einer. Wir müssten echt mal mit System durchfliegen. Das würde vielleicht helfen. So. Das. Huch. Dränge ich fest. So, habe ich jetzt dann langsam alle oder fehlen noch welche? Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz die Welt durch, ob ich alle Automaten habe. Die Welt ist ganz schön groß.